stellen. Guten Abend. طبعا قبل كل شيء احب ان اقدم شكري العميق للاكاديميه الكاثوليكيه في هامبورغ لدعوتها لنا عن طريق السيد فهمي ريكورت وعن طريق كل القائمين عليها في ان نلقي هذه الكلمات البسيطه لنوضح ما يجري في العراق والموصل وسهمنا وبالذات. Katholische Akademie in Hamburg und für diese Veranstaltung und Herrn Fanny Alkurt auch, damit wir einen Blick in die Geschichte und was in Irak und in der Ebene geschieht, einen Blick werfen können. وشكرا جزيلا للدكتور اللي قدم قبل الموضوع لانه اختصر علي الطريق كثير. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem Herrn Professor, der vor mir den Vortrag gehalten hat und den Weg beendet hat und gekürzt hat. Das Karl Sheikh hat mir gesagt, dass wir nicht mehr على هامبورغ من رجع عن خطف فمعناته نفس الشيء احنا ولا؟ ده سيد بس بيشوف حنا هي gewesen war in Hamburg als er zurückging dann wurde entführt wird das auch mit uns geschehen oder nicht? يعني هامبورغ شغل يتخوف والله عشان هامبورغ ومسلم هامبورغ als haben طبعا باختصار نريد ان نحكي لكن راح اركز على نقاط دقيقه مش مشتاقه بس مش فاصمه وتشغل بشكل ممكن انا المطران نيقوديموس داوود مطران السريان الارثوذكس في الموصل واثنين كردستان Ich bin der Erzbischof Nikodemus Daoud, der Bischof von Mosul und Kurdistan. ومقر الكرسي لأبرشيتي هو الموصل. Mein Sitz von meiner Pfarrerei ist in Mosul. هذا الكرسي عمره أكثر من 1700 سنة. Unser Sitz ist über 1700 Jahre alt. وهذا الكرسي من 1700 سنة للمرة الأولى اليوم في سنة 2014 تحت ظل كل هالتطور والديمقراطية العالمية يكون خالي من المطران ومن الكهنة ومن الصلاة. Und obwohl so in die 2014 wir sind und so eine fortgeschrittene Demokratie existiert. من 1700 سنة وأكثر 1800 سنة من دخلت المسيحية إلى العراق للمرة الأولى تكون الموصل وقرى سهل نينوى للمرة الأولى لا يقرع فيها أجراس الكنائس وتبقى خالية من الصلاة ومن القداديس. Ja, seit 1800 Jahren, das ist das erste Mal, dass die Mosul das Gebet nicht verrichtet wird und die Glocke nicht mehr klingelt dort. مر على العراق حروب كثيرة. Der Irak hat viele Kriege erlebt. المغول والتتار. Die Mongolen und Tataren. وحروب كثيرة مرت على العراق. Viele Kriege hat der Irak erlebt. ولكن كل هذيك الحروب وكل هذيك القوات ما قدرت أن توقف الصلاة في الموصل وفي قرى سهل نينوى ولكن داعش قدر. Ja, diese durch das Gebet wurde vernichtet durch diese ganze Kriege und so. Keiner konnte das verhindern. Nur Daesh hat es geschafft, dass kein Gebet mehr vernichtet wird. Daesh الذي يدعى بالدولة الإسلامية. داعش إزس بيت إسلامش شتات كنا. هذه الدولة الإسلامية التي قامت اليوم وبنت أعمدتها على جثث المسيحيين واليزيديين وبقية المكونات الصغيرة. يا
Ja, dieser Staat existiert auf Gleichheit von Christen und Juden und anderen Minderheiten. والمشكلة مثل ما ذكر الدكتور هي ليست كبيرة وأنا لن أعود إلى قبل 100 سنة للمذابح التي حدثت في تركيا على الأرمن والسريان والسريان لكن هذا حدث من 100 سنة. Das geschieht vor 100 Jahren. Christen war Aramäer ist gemeint. لكن لما يحدث هذا الشيء في وقت الحالي. Aber wenn das so in dieser Zeit sowas geschieht. هذا يعتبر وصمة عار. Das ist eine Schande für die Menschheit. Was geschieht? In einem Tag in einem Tag wurden 125.000 Menschen von den Häusern vertrieben worden und auf der Straße. وعندما أقول يلقى في الشارع أعني ما أقول أنه كان يفترش الأرض ويلتحق بالسماء. Als ich gesagt habe, dass sie auf der Straße geworfen worden sind, das bedeutet, die haben einfach auf der Straße geschlafen und haben kein Dach mehr auf dem Kopf gehabt. اليوم في أي دولة متطورة إذا يقطع الكهرباء لدقائق تقوم مظاهرات في الشوارع. Wenn der Strom für irgendeinen Staat Sekunden oder Minuten unterbrochen wird, dann werden Demonstrationen auf der Straße stattfinden. Ja, am helllichten Tag wurden wir beleidigt und demütigt. Und vor Augen aller Menschheit und so, weil wir Christen sind und keine Muslime sind. Und wurde uns entweder Islam oder Jizya oder ja, Schichten oder Schlachten waren diese drei Möglichkeiten uns gestellt worden. Die Leute, die diese Taten verrichtet haben, sind nicht fremd, wir kennen sie in dem Sinne. Als Daesh nach Mosul kam, mit Mosul reinkam, die waren nicht mal 300 Personen gewesen. Aber nach ein paar Stunden wurden sie 5000 Personen. Und danach 50.000 Personen. Und danach alle, die in Mosul waren. Ja, die wurden ganz herzlich von den Moslana empfangen von der Frauen, die geschrien haben vor Freude und die mit Süßigkeiten und sowas auf den Kopf geschüttet wurden. Das bedeutet, die waren willkommen bei denen. Die haben gesagt, dass die Revolutionäre sind gekommen, damit sie uns retten. Zuerst haben die gesagt, die sind gekommen, damit sie uns von der Armee von Al-Maliki retten würden. Selbstverständlich, Al-Maliki ist eine Person. Hat dort für eine bestimmte Zeit gelegt. Ja, der hat das mit einigen Personen dort die Ressourcen im Irak unter sich gebracht. Der Irak seit über 10 Jahren. يحكم من دون دولة. كان ريجيرون دوت. كان ريجيرون. من دون أي إنسان
gibt keine Person, die die Regierung dort oder Stadt Irak repräsentiert. In der Zeit von Saddam, Diktator Saddam, war ein Diktator. Es gab Polizei dort. كان عندما يسرق إنسان كان يتصل في 104 رقم الشرطة في العراق. Ja, wenn man beraubt wurde damals, hat man die Nummer von 104 gewählt im Irak. Das war die. كان تجي الشرطة وتشوف شو القضية. Dann war die Polizei gekommen und dann haben sie nachgeprüft, was los war. لكن من بعد 2003. Aber nach 2003, بعد سقوط الدكتاتور وجلب أمريكا للديمقراطية إلى العراق صرنا نتصل بالشرطة قلنا انسرقنا يقولوا دبروا راسكم. Wenn wir uns bei der Polizei gemeldet haben und Hilferuf oder sowas angerufen haben, haben sie gesagt, sie sollen das selber klären. Es war niemand da, der uns schützen konnte. Wir sind kein Dringende im Irak. Wir sind keine bestimmte Gruppe, die Gäste sind im Irak und so, wie Al-Maliki behauptete ich schon mal. So. Wir sind diejenigen, die den Irak gebaut haben. Wir sind Ureinwohner vom Irak. ولكن اليوم بعد 1400 سنة من استضافتنا للمسلمين في العراق أصبح عددهم في تزايد ونحن في تناقص. Ja, seit nach der, 1400 Jahren, als wir den Muslime hier empfangen haben im Irak, wir sind immer weniger geworden und die sind expandiert zahlenmäßig. Al-Mosul. Mosul. Banaynaha bi'araqina. Wir haben das mit der Schweiz gebaut. كل شيء جميل في الموصل صنعه المسيحي. Alles was schön in Mosul ist, haben die Christen gebaut. نصف كتب الموصل موجودة في مكتبات كنائس الموصل. Die Hälfte aller Bücher in Mosul sind in der Bibliothek von der Kirche. الأطباء الذين في العراق 25% منهم مسيحيين. 25% oder Viertel aller Ärzte im Irak sind Christen. 40% der hochgebildeten Menschen in, oder Uni-Absolventen und sowas sind von den Christen in Mosul. ما الذي فعله المسيحيين واليزيديين وبقية الأقليات ليلقوا في الشارع في يوم واحد وخلال ساعات. Was haben sie getan, damit sie in einem Tag die Christen und die Jesiden und andere Minderheiten innerhalb von einem Tag auf der Straße geworfen werden? هل خطأ المسيحيين أنهم كانوا يسامحون عدوهم 70 مرة 7 مرات؟ Ist das der Fehler der Christen, dass sie ihren Feind 70 Mal, 7 Mal verziehen haben? أم كان خطأ المسيحيين أنهم يحبون الآخر من دون أن ينظروا إلى جنسه أو دينه أو عرقه؟ Oh, das war der Fehler gewesen, dass sie der andere gelebt haben. Es war egal, was für eine Nationalität oder Religion hatte. هل نستحق نحن بعدما فعلنا كل شيء صالح في العراق إلى أن نلقى بالشارع وتهان كرامتنا إلى هذا الحد؟ Ist das, was wir verdient haben, nachdem wir den Mosul und Irak alles aufgebaut haben, dass wir auf der Straße geworfen werden und beleidigt werden und demütigt werden? Mehr als 6 Frauen haben ihre Kinder, Babys verloren. Ja. تموت أمام عيوننا بدون أن نستطيع أن نقدم لها أي خدمة.
ein zweimonatiges Baby ist vor unseren Augen gestorben. Wir waren hilflos, wir konnten gar keine Hilfe leisten. Ja, große Familien, die ganz wohlhabend waren, die haben die anderen Leute finanziell unterstützt und so. Sitzen auf der Straße und warten auf die internationale Hilfe. Warum ist das so geschehen? Warum wieviel ist das alles? Ist das die Demokratie, die Amerika für den Irak gewollt hat? Seit zwei Monaten bitten wir die internationale Hilfe und bitten um Hilfe, damit wir das Problem unterbinden können, und aber keiner unterstützt uns. Die Christen wurden alles von denen beraubt, alles was sie hatten. Die haben unsere Häuser beraubt. Vor unseren Augen haben sie draufgeschrieben, dass es der Eigentum der islamischen Staat ist. Die haben unser Geld genommen. Unsere Geschichte beraubt. Unsere Schriften. Die haben unsere Kirche auch zu Moscheen gewandelt, obwohl alle zwei Schritte eine Moschee existiert. Und meine Kirche und meine Pfarrerei wurde die erste, die zu einer Moschee gewandelt wurde. Das war nicht das Ziel. Das war nicht das Ziel, die Pfarrerei zu einer Moschee zu wandeln, sondern uns zu beleidigen und demütigen. Sie haben sogar die Winde von den Kindern genommen, von denen weggenommen und so. Die haben das war ein kleines Stück und so, die haben das auch weggenommen, das war etwas eigentlich. Die haben eine gehbehinderte Frau, die auf einem Rollstuhl saß, hochgehoben, dann sie schauen, ob sie auf Gold oder Geld und sowas gesessen hat. Das alles geschehen im Monat, Gnadenmonat im Ramadan ist geschehen. Und Leute kommen und behaupten, dass es nicht der Islam ist. Wir verstehen nicht mehr, was der Islam ist. Daesh ist kein Islam. Hamas ist kein Islam. Muslimbruderschaft sind kein Muslime. Nusra sind kein Muslime. Hezbollah ist kein Islam. Wo ist der Islam? Schienen sind in Dänemark und so, alle Muslime in ganzer Welt haben demonstriert und rebelliert, und dann haben sie Botschaften verbrannt,
weil das soll dem Islam geschädigt haben. إذا كانت داعش تسيء إلى الإسلام، لماذا لا يتظاهرون ويعترضون عليها؟ Die Muslime sollen sie nicht dagegen und was dagegen tun. Und wir haben mehr als ich geredet. Und ich komme von weit weg und ich bin nicht gehört. Dagegen was unternehmen, dass sie die Botschaften, die arabischen Botschaften, die den ISIS oder IS unterstützen, demolieren und davor demonstrieren. Mein Nachbar waren diejenigen, die das Kreuz von der Kirche runtergeholt haben. Es waren Nachbarn, die mein Haus beraubt haben. جيراني من سرق تاريخي. من نخبة بعد إنجل من بشتى كبراتها. جيراني لأني أؤكد على كلمة جيراني لأن اللغة المصاوية واللكنة المصاوية the accent of Mosul they cannot anyone to take this accent if he is not from Mosul. Ja, ich betone das beide. Ein Dialekt nur die Leute, die aus Mosul sprechen, gestochen. Ich verstehe nicht so gut Englisch, aber ich meine, es war nicht ja, Islamischer Staat oder Daesh, ISIS gemeint, haben ein Dialekt aus Mosul gesprochen. Wie kann ich jetzt zurückkehren und diesen Leuten leben, zusammenleben? Wie werde ich ihnen vertrauen? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass wir zu unserem Dorf zurückkehren ohne internationale Unterstützung und Schutz. Wir vertrauen niemandem mehr. Wir appellieren an die Menschheit. Menschenrechte. Wir appellieren an die Leute, die an Meinungsfreiheit sich stützen. Damit sie sich stark einmischen und damit ein Schutzgebiet für die Christen, und andere Minderheiten, Kakaien und gewährleistet wird, sonst dann werden alle aus dem Irak auswandern. Wir hören
hören Geschichten so über den Westen, über Amerika und so, wenn irgendeine Katze in irgendeinem Graben gefallen ist und so, kommen alle Rettungsgesellschaften und so, dann sie diese Katze retten. 125.000 Bani Adam, ليسوا أهم القطة فليعتبروهم قطة ويبيقوهم. 125.000 Katze sollen sie als Katze sehen und sie retten. Ich möchte nur eine letzte Geschichte sprechen, das beenden. Ich habe in Australien gelebt. Als Pfarrer. Ein von meiner Gemeinde hat ein Grundstück gekauft. Damit Häuser auf dem Grundstück gebaut und verkauft. Er hat Kredite deshalb von der Bank geliehen. Weil Pech hatte, es war in der Mitte dieses Grundstücks eine Grube gewesen. Es hat geregnet und es vor Öl mit Wasser geworden. Fünf Frösche haben in diesem Wasser oder haben gelebt. Als er beim Rathaus Leute geholt hat und damit er ein Bauerlaubnis bekommen wird. Man hat festgestellt, dass diese fünf Frösche sind so ziemlich rar und selten. Man hat ihm gesagt, ihm nicht erlaubt, dort zu bauen. Er sollte woanders einen Teich für sie graben. So für sie eine gute Atmosphäre schaffen. Sie soll frei selber entscheiden, wann sie rüber zu dem anderen Teich gehen. Wenn ein von diesen fünf Frösche stirbt, dann werden wir dich verhaften. Das ist eine Wahrheit, das ist keine Geschichte oder ein Witz. 125.000 in Sinjar dazu kommen und so sind nicht wichtiger als diese fünf Frösche. Und übrigens, diese Christen, die dort sind, sind auch rar und die werden auch irgendwann untergehen. Und, weil sie ein von den ursprünglichen Menschen, die dort im Irak gelebt haben. Meine Damen und Herren, wir alle, glaube ich, sind beeindruckt von der Offenheit dieses Wortes. Und das ist ja auch, sagen wir mal, eines der Ziele der heutigen Veranstaltung, um den Zorn der Menschen auch mal erklingen zu lassen. Und nur wenn wir auch diesen Originalton hören, wird uns das vielleicht bereiter machen, auch in der geeigneten Weise zu helfen. Wir werden jetzt erstmal einen zweiten Betroffenen hören, wenn Sie so wollen, nämlich aus der jesidischen Gemeinschaft und dann noch einen Mitarbeiter von Zivido, der uns vielleicht wieder zurückführt, etwas in die Dimension des Dialogs.
Denn eins, meine Damen und Herren, glaube ich, müssen wir sehen. Auswanderung der Christen von dem Hintergrund, wir werden nie wieder mit denen zusammenleben können. Das kann nicht die Lösung sein. Weder für die Menschen dort, wenn die Bedenken, welchen großen Beitrag die orientalischen Christen in der ganzen Region für die Entwicklung, für die Modernisierung geleistet haben. Und ich kenne viele Iraker, ich sagte Ihnen ja schon, das ist ja nicht ein Phänomen des Jahres 2014, das ging ja schon nach 2003 los. Ich kenne viele Iraker, die sagen, es wäre eine Tragödie, wenn die Christen das Land verlassen. Also müssen wir doch irgendwie wieder zurück in einen Rahmen der Koexistenz. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und bevor uns das gesagt wird, wird Herr Jansch von der jüdischen Gemeinde nach Hause sagen. Ja.